Hallo liebe SCP 07 Fans und herzlich willkommen zu unserem neuen Format Heimspielwoche. In diesem Video bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um das erste Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Aber bevor wir nach vorne schauen, geht unser Blick erstmal zurück auf das vergangene erste Saisonspiel gegen Greuther Fürth. Darüber haben wir Anfang der Woche mit unseren Jungs gesprochen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns das erste Spiel in Fürth anders vorgestellt. Sicherlich ganz anders der Spielverlauf, als wenn wir 11 gegen 11 gespielt hätten. Wir sind dann nach der roten Karte eigentlich gut ins Spiel gekommen und nach der roten Karte haben wir auch noch eine Zeit lang relativ gut verteidigt. Mit dem ersten Gegentreffer aber sind wir dann ehrlicherweise relativ so ein bisschen auseinandergefallen, haben uns schwer getan und haben dann gegen gute Fürther auch zu Recht 5 Gegentore bekommen. Wir haben das Zentrum nicht besonders gut geschlossen bekommen am Ende und wie gesagt, wir hatten auch einen sehr, sehr guten Gegner mit ein, zwei Jungs, die sicherlich eins ihrer besten Saisonspiele wahrscheinlich gemacht haben für den Gegner. Und ich glaube, dass es auch mental ein bisschen schwierig war, weil wir uns sehr viel vorgenommen haben und das schon ein herber Rückschlag dann war. Die rote Karte war natürlich so früh im Spiel sehr, sehr bitter und dann haben wir es einfach nicht geschafft, das irgendwie gut wegzuverteidigen und da im Spiel zu bleiben. Dann haben wir leider auch in der Höhe verdient verloren. Ich denke mal, dass der Fokus darauf liegt, das Spiel so schnell wie möglich abzuhaken und nach vorne zu schauen und dann unseren Blick auf Osnabrück zu richten. Deswegen werden wir uns schütteln und dann am Freitag gegen Osnabrück natürlich auch im 11 gegen 11 ein anderes Gesicht zeigen. Eine andere Herangehensweise an den Tag legen und versuchen, den Gegner zu dominieren und das Spiel zu gewinnen. Ja, dann lassen wir auf die Worte unserer Jungs Taten folgen, haken das Spiel vom Wochenende ab und schauen nach vorne. Am Freitag empfangen wir um 18.30 Uhr in unserer Home Deluxe Arena den VfL Osnabrück. Für unseren Spieler Sebastian Klaas wird die Begegnung eine ganz besondere. Er hat nämlich in der Jugend beim VfL gespielt und hat dort seine ersten Schritte als Profifußballer gemacht. Ja, ich freue mich sehr auf das Duell. Für mich persönlich eins der Highlight-Spiele diese Saison. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir schon so früh gegen Osnabrück spielen. Ich kenne noch einige Jungs aus der Mannschaft, aus dem Staff und ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Auch der VfL Osnabrück hatte am Wochenende eine Niederlage zu verzeichnen. Die Lila-Weißen unterlagen dem Karlsruher SC mit 2:3. Wie die Osnabrücker Tore aussahen und was Trainer Tobias Schweinsteiger dazu zu sagen hatte, seht ihr im nachfolgenden Video. Schon so, dass wir mit dem KSC dann schon auf einen verdienten Sieger sehen, glaube ich, weil sie gezeigt haben, dass wenn sie aufs Gaspedal drücken, dass wir nicht ganz hinkommen. Wir haben aber auch gesehen, dass wenn ein Gegner uns ein bisschen Luft lässt, wir gut Fußball spielen können, auch gut nach vorne spielen können, auch Druck entwickeln können. Wir haben jetzt gesehen, wo stehen wir. Das weiß man nie genau vor dem ersten Spieltag. Und wir wissen, welche Themen wir weiter bearbeiten müssen und müssen uns jetzt nächste Woche auf Paderborn vorbereiten und schauen, dass wir da dann was mitnehmen und uns weiterhin entwickeln in unseren Themen. Unsere Bilanz gegen den VfL Osnabrück ist durchweg positiv. In den vergangenen 10 Pflichtspielen sind wir ungeschlagen gegen den VfL. In 7 von diesen 10 Pflichtspielen haben wir sogar gar kein Gegentor kassiert. Was unsere Jungs am Freitag für ein Spiel erwarten, das hört ihr jetzt. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Mannschaft vor uns am Freitag, die sicherlich übers Teamgefüge kommt. Ich finde es auch gar nicht so einfach einzuschätzen, weil sie auch wieder viele neue Leute geholt haben, sich da durchaus verstärkt haben mit viel Qualität. Und es wird mit Sicherheit ein unangenehmer Gegner. Ich denke trotzdem, dass wir das Spiel dominieren werden und dann müssen wir halt Lösungen finden und hinten einfach kompakter stehen als jetzt am Wochenende. Ja, ich denke mal, dass sie den Schwung von der dritten Liga mitnehmen, von dem Aufstieg. Und sie werden sehr aggressiv auftreten. Aber ich denke, wir sind sehr, sehr gut gewappnet. Und wenn wir auch zur Elft auf dem Feld bleiben, dann sehe ich dem Ganzen sehr positiv entgegen. Die Zielsetzung für das Spiel am Freitag ist klar. Ja, wir wollen natürlich mit voller Offensivpower angehen. Wir spielen das erste Mal zu Hause vor unseren Fans. Wir haben da jetzt schon eine Kleinigkeit auch gut zu machen, nach der weiten Reise nach Fürth, Thielhan nicht belohnt wurde. Und wir wollen einfach zu Hause gut in die Saison starten, sicherlich mit viel Offensivpower das Spiel beherrschen und dann möglichst 3 Punkte holen.
So, das war's auch schon wieder mit unserer ersten Folge der Heimspielwoche. Rund 12.500 Tickets für das Spiel am Freitag sind schon vergriffen. Die Tageskasse öffnet aber genauso wie das Stadion 90 Minuten vor dem Anstoß. Wir freuen uns, wenn ihr Freitag mit dabei seid und die Mannschaft lautstark unterstützt in unserer Home Deluxe Arena in Paderborn.